Das ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock von einem Hochhaus fällt. Und während er fällt, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder: Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Lage. Was haben wir verloren? Was haben wir vergessen? Wer sind wir? Und wenn ja, wie lange noch? Es ist Zeit, durch den Bullshit zu schneiden. Alle spüren es. Kaum jemand weiß, wie es zu beschreiben ist. Es ist eine Ahnung, ein Gefühl, eine Verwirrung. Es ist eine Angst. So tief, so schrecklich, dass wir uns lieber kollektiv dem semidebilen Gebrabbel von feinen Schlipsfritzen im TV oder komplett seelenlosen Schönlingen vor ihren LED-Ringleuchten hingeben. Jülich? Ja, die Welt ist krank. Pandemien werden sich irgendwann verpissen. Die Wirtschaft wird sich irgendwann erholen, nur um dann wieder abzustürzen, um sich wieder zu erholen. Geiles Video, Digga. Milliarden neurotische Nacktaffen tippen 24-7 ihre Meinung zu Lionel Messi oder Wirsing-Pudding in ihre subventionierten Handkommunikatoren. Hört mir zu, seht mich an, liebt mich, bitte, bitte, alles. Nur nicht das schwarze Loch der Sinn- und Bedeutungslosigkeit. Wir haben sie verloren. Unsere Menschlichkeit. Wir sind Kunden, Konsumenten, Abonnenten, Wähler, Blogger, Vlogger, Jogger, Nogger, Zocker, Rocker, Motherfucker, Innen. Ja! Them, Ends. Wir sind alles, womit sich Einsamkeit zu Geld machen lässt. Wir sind traurige, passive, nutzlose, einseitige, gespaltene, abhängige Halbmenschen geworden, die kaum 2 Sekunden für die Schönheit des Moments haben. Und sich wie gierige Hyänen auf das nächste relevante Ding stürzen. Nur um Minuten später wieder hungrig vor gehender Leere zu stehen. Kontrolliert von Technologien, die kaum einer von uns begreift. Binäre Subatome in einem Leviathan aus Algorithmen und Gedankenmanipulation. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Die Geheimpolizei der Vereinigten Staaten. Nichts ist frei, nichts ist mehr unklar. Wir sind transparent wie durchsichtige Schnecken, deren Gedärme nach außen strahlen. Und jetzt? Vielen Dank für die Black Pill. Du mich auch? Ich stand eh schon auf dem Balkon in der 13. Etage. Und nun? Und nun? Vor jeglicher Katharsis ist es zwingend nötig, in den absoluten Gänsehaut, Digga, schon wieder Grund zu schauen. Keine Veränderung ohne Realitätscheck. Keine Metamorphose ohne die vorherige Dunkelheit des erdrückenden Kokons. Bleib ein ferngesteuertes Äffchen, dem man in seiner Angst und Verwirrung selbstwärmende Unterhosen mit Gurkenaroma andreht, um ganz kurz von der allgegenwärtigen Lähmung abzulenken. Lass dich weiterhin steuern von Parolen und Zuordnungen, von infantilster Propaganda, komme sie von rechts, links, oben, unten oder schon aus deinem eigenen Kopf. Du bist kein Fußabdruck. Du bist kein Zahlencode. Du bist kein Produkt. Du bist das, zu dem das Göttliche, das Unsichtbare, das Unausgesprochene, das Wahrhaftige und Zeitlose dich machen kann, wenn du es zulässt. Sie sprechen uns die Wunder ab, den Glauben, das Kosmische, das Ganze. Denn das Boah, Digga, jetzt ist gerade Gänsehaut, ganz Buddy, Bro. Nicht verpackbar, versendbar, nicht zählbar und nicht erzwingbar. Sie degradieren uns zu einem passiven, stupiden Block, der nur noch im Ansatz menschlich ist. Schöne, neue, hirngebumste Welt. Starr in den Abgrund. Trenne dich von vergifteten Gedanken. Mach dich frei. Befreie andere. Finde den Krieger in dir. Erkenne das Große. Sei alles, was du sein kannst. Nicht mit Geld, nicht mit Macht, nicht mit Wahn, sondern mit deinem inneren organischen Smartphone. Deinem Herzen. Keine Steckdose nötig. Nur ein bisschen Nahrung, Sonne, Luft, Bewegung und Umarmungen. Brauchst dir auch nicht jedes Jahr ein neues einzupflanzen, weil es jetzt eine bessere Kamera gibt. Es hält im besten Fall ein Leben lang. Herzphone X. Hol es aus dem Standby-Modus, du gottverdammter Sklave. Deinstalliere alle unnötigen Apps darauf und nutze seine spirituelle GPS-Funktion als Wegweiser. Es wird dich nie, nie, niemals im Stich lassen. Vernetze es mit ein paar anderen Herzen und das dadurch kreierte WLAN wird stärker sein als jedes Atomkraftwerk. Nieder mit dem großen Bruder. Nieder mit dem grandiosen Bullshit. Nieder mit dem Alten. Let's Love rule. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! Boah, Digga, krass, Alter. Oh, Digga, so kurz vor der Träne, Digga, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist, ne, meine lieben Freunde? Damn, Digga, boah, Digga. Alter.
Alter. Der war hart, Digga. Ich sag doch immer, fühle ich, feier ich, hat mich geprägt, leichte Gänsehaut, kurz vor der Träne jetzt waren wir. Wir waren kurz vor der Träne, meine lieben Freunde. Heftig, Digga. Boah, das war ein starkes Video, ich schwör's dir. Das war ein starkes Video, Digga. Ich schwör, boah, Digga. Einer der stärksten Videos, auf die wir bis jetzt reagiert haben. Auch hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich habe nicht mal ein Intro gemacht, aber ist auch egal. Ich werde es definitiv auch hochladen. Liebe geht raus an alle hier auf dem YouTube-Kanal. Krankes Video. Sehr stark.